der Sportwelt-TV-Wettcheck. Auch wenn er in diesem Rennen auf viele gut gezogene Debütanten trifft, ist Lang Tang wohl das zu schlagende Pferd. Bei seinem Debüt in Baden-Baden kam er in der Schlussphase immer besser ins Rollen und noch sicher auf den zweiten Platz. Mit der Rennerfahrung und auf der heute etwas weiteren Distanz könnte es bereits den ersten Sieg für Lang Tang geben. Table for Ten hat nach einer kleinen Durststrecke bei seinem letzten Start in Baden-Baden wieder einen deutlichen Ansatz gezeigt. Er hat es heute zwar mit vielen formstarken Gegnern zu tun, aber eine Wiederholung der Iffezheimer Form sollte für Table for Ten einen vorderen Platz bedeuten. Seit sie von Manfred Weber trainiert wird, führt der Weg von Ayudit steil nach oben. Zwei Rennen in Folge konnte die Stute gewinnen, zuletzt siegte sie sogar in Iffezheim. Für den dortigen Erfolg gab es natürlich Aufgewicht, aber dennoch erwarten wir Ayudit auch heute ganz weit vorne. Mit Powder Snow kommt in diesem Rennen ein interessantes Pferd aus Frankreich an den Start. Ihr Trainer Henri-Alex Pontal ist in den deutschen Listenrennen stets sehr erfolgreich und dass sie ein gutes Pferd ist, zeigte die Stute bereits mit einem zweiten Platz in Baden-Baden. Heute geht es zwar über eine weitere Distanz, aber dennoch ist Powder Snow eine heiße Sieganwärterin. Dreimal in Folge war Theo Danon nun Zweiter. Einen vollen Erfolg hätte der Hofer Schützling somit langsam mal wieder verdient. Wenn er passend abgetrockneten Boden antrifft, kann ihm dieser heute durchaus gelingen. Das Schlüsselrennen für den Preis von Europa ist eindeutig der große Preis von Baden. In Iffezheim siegte Ikitos mit seinem grandiosen Speed leicht gegen Nightflower. Auch wenn damals die Bodenverhältnisse anders waren als heute, führt der Weg zum Sieg im wichtigsten Kölner Rennen der Saison nur über Ikitos. Neben Nightflower könnten auch die dreijährigen Stuten Serienholde, Parvanet und Casala gefährliche Gegner für Ikitos sein. Im Preis der Diana in Düsseldorf, den Serienholde gewann und in dem Casala Vierte und Parvanet Fünfte wurde, trafen alle drei bereits aufeinander. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine aus diesem Trio dem Favoriten ein Bein stellen kann. Las Fuentes hat bei ihren drei Starts in dieser Saison nicht viel verkehrt gemacht. Einmal war sie Dritte und zweimal Zweite, hier bei ihrem letzten Start in Düsseldorf. Auch wenn sie es heute mit guten Gegnern zu tun hat, könnte Las Fuentes auf ihrer Heimatbahn der erste Saisonsieg gelingen. Agostinho ist die Beständigkeit in Person. Bei seinen letzten Starts mischte er immer vorne mit, hat dabei auch einige seiner heutigen Gegner hinter sich gelassen. Nach 5 zweiten Plätzen in Serie kann Agostinho heute endlich mal wieder gewinnen. Nakar zählt zur erweiterten Spitzengruppe der deutschen Dreijährigen. In vielen Grupperennen war er am Start, zog sich dabei auch gut aus der Affäre, wie hier bei seinem dritten Platz im Großen Preis der Dortmunder Wirtschaft. In der heutigen Gesellschaft dürfte Nakar nur schwer zu schlagen sein.